Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisikfefix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 24. Thema: Die Wirkung von Pyramiden. Mephisikfefix. Pyramiden gibt es auf mehreren Planeten im gesamten Universum. Sie wurden von den außerirdischen Rassen für die alten Zivilisationen gebaut und letztere gaben ihnen in Übereinstimmung mit ihrer jeweiligen Kultur lediglich den letzten Schliff und sorgten für ihre spezielle Ausstattung. Die Pyramiden waren zu keiner Zeit die Grabstätten von Königen, so wie es eure Archäologen für lange Zeit behaupteten. Sie sind auch nicht irgendein Instrument, sondern können die eintreffende kosmische Energie um das bis zu 11-fache steigern. Die Resonanzkammern dieser Pyramiden waren in der Vergangenheit dazu in der Lage, direkt Kontakt mit dem Heimatplaneten der außerirdischen Mentoren aufzunehmen, welche den Planeten nach dem Bau der Pyramiden wieder verlassen hatten. Gewisse auserwählte Erdbewohner erhielten darin Wissen, welches sie später als aus dem Jenseits stammend interpretierten. Kosmische Energie ist sehr wertvoll, sie kann die Eigenschaften von Mineralien und Gemüse wiederherstellen, wirkt sich jedoch vorwiegend auf die Gehirnströme menschlicher Rassen aus. Eines Tages wird eure Wissenschaft auch verstehen, wie das Gehirn mit dem Kosmos verbunden ist und wie dessen Energie verstärkt und geleitet werden kann. Wenn diese Energie im Gehirn zu wirken beginnt, löst sie im gesamten Körper Reaktionen aus, indem sie das Level an plasmischer Energie, die durch euer Nervensystem fließt, stark erhöht. Wenn du gesund bist, sind dein Gehirn und dein Nervensystem ausgeglichen. Im Falle von Krankheiten jedoch, wobei körperliche Probleme, Überbeanspruchungen, Entzündungen und so weiter teilweise oder ganz hervorgehoben sind, kann diese Energie die Meridiane des Körpers wieder in Einklang bringen. Zu eurem Verständnis: Das Gehirn ist ein biologischer Stromgenerator. Es erzeugt im Falle von auftretenden Störungen weniger Strom, wodurch es zu einer Art Kurzschluss kommt, welcher den Kreislauf behindert. Pyramiden können durch die verstärkte kosmische Energie das Gehirn und Nervensystem reaktivieren und den Körper so stärken, dass er mit Störungen sehr gut klarkommen kann. Wir verwenden auf meinem Planeten heute solche Energiesysteme, welche sehr gut die Erholung und Heilung des Körpers unterstützen können. Jeder kann diese Technik zur Kanalisierung der kosmischen Energie anwenden, und wenn ihr es austesten wollt, zum Beispiel zum Meditieren, dann baut euch so eine Pyramide nach der folgenden Beschreibung. Die besten Rohstoffe zum Bauen sind Scheiben von Mineraliengläsern, sprich Kristalle, Beton oder Steinhaufen, welche die Resonanz verbessern. Versucht Metall zu vermeiden, der es widerhallt, Energie verliert und dem Signal eine erdende Wirkung verleiht. Verwendet außerdem kein Holz oder Plastik, da diese nicht die nötige Resonanz erzeugen können. Die korrekten Maße jeder dreieckigen Seitenfläche sind für den Grund 3,2 Einheiten und für die beiden Seiten 2,0 Einheiten. Mit diesen Maßen könnt ihr jede Größe verwenden, ob groß oder klein. Richtet die Pyramide mit einer Seite Richtung magnetischen Norden bzw. Süden aus, denn der Planet ist bereits nach dem magnetischen Drehimpuls der Galaxie ausgerichtet. Platziert in die Mitte des Bodens zur Stabilisation ein 0,7 Einheiten großes Stück Holz, wodurch ihr so viel Energie wie möglich absorbieren könnt.
Die an den Seitenflächen der Pyramide eintretende Energie wird so konzentriert und mittels Prisma-Effekt ins Zentrum der Pyramide umgeleitet. Ende der Botschaft.